So, liebe Leute, wir haben hier den Alijan an unserer Seite und der hat heute getoppt und zwar mit Centurion. Ja? Genau, mit Centurion. Und hat Top 32 gemacht und ist 19. unser Platz raus und da will uns auf jeden Fall mal seine Deckliste zeigen und ja. Genau. Ja, dann fangen wir gleich mal an. Monster, dreimal Primera, dreimal Trudea und ein Gargoyle. Ist relativ Standard. Ich habe MF in letzter Sekunde gecuttet. Normalerweise spielt man MF auch, aber in der Regel, außer in sehr grindy Games, braucht man den MF nicht und erstmal einen Brick in der Hand, deswegen habe ich ihn ersetzt. Der ist ja quasi das Grind-Game, dass du wieder die Monster placen kannst, ne? Ja, genau. Er ist im Grave noch ganz nützlich, weil er sozusagen im gegnerischen Turn austaggen kann, um eine Imperm zu dodgen vielleicht, aber ich habe ihn heute im gesamten Turnier nicht gebraucht. Zu den Handtraps, wir haben dreimal Ash Blossom, dreimal Fake Wailer, drei Shifter und zweimal Druismo, einmal Magnemus. Die Handtraps relativ Standard, gerade gegen Snake Eye. Shifter aus, ja, obvious reasons, plus sie ist sehr gut, weil es Handtraps wie Ogre. Ja, Ogre kann man nicht benutzen unter Shifter, was sehr gut ist für dieses Deck, weil wenn Crimson geogert wird, ist das, ja, ist eigentlich vorbei. Die Bisschen sind bestimmt drin wegen Chaos Engeline und wie oft haben die Wailer und der Shifter sich gebissen? Oft, also ab und zu, so oft habe ich Shifter tatsächlich nicht geworfen, aber an sich hat jeder Handtrap gut performt, außer die Bistitz. Die Bistitz kamen nicht so gut, sondern nur für Chaos Engel tatsächlich. Magnemut hat mir allerdings in den Top 64 das Match gegen Melodius gewonnen. Also es hat sich trotzdem gelohnt, die Bistitz zu spielen. Was suchst du im Regelfall mit Magnemut? Den Russer. Also man kann auch Gargoyle suchen, aber in der Regel willst du Gargoyle sowieso nicht auf der Hand haben. Das heißt, du suchst Grüßwurm, kannst dann in deiner Runde auf Chaos Engel gehen. Ich hatte in Runde 12 ein Spiel gegen Destia. Da habe ich Light and Dark Chaos Engel gemacht mit Primera und Druismo. Und der lag über 10 Runden, weil er den nicht outen konnte. Nice. So. So. Dann zu den Spells. Wir haben dreimal die Field Spell. Dreimal auf. Einmal wach auf. Einmal once. Ja, Standard Engine. Durch diese Karte kann man unter Shifter den Calamity Lock durchkriegen. Generell unter Shifter ist das auch ein Starter. Also du hast drei Emblema, drei Trudea, Wake Up und die Frosts, die dir es ermöglichen, unter Shifter zu spielen. Dann haben wir, wie gesagt, drei Frosts, drei Superpoli. Frost, ja. Besser als Bonfire meiner Meinung nach. Super Poly kam heute sehr gut. Ich hatte auch Branded Matchups. Matchups waren komplett unterschiedlich. Gegen Tenpai extrem gut. Würde ich drin lassen. Dann haben wir ein Bonfire. Habe ich für MF reingetan. Bonfire edit Trudea und ist somit ein Starter und ein Shifter. Und der Plan war es, Bonfire zu crosshoppen, gegebenenfalls gegen Fire, kam aber nicht auf. Boah, stabile Tech. Wild, ja. Ey, wild. Terraforming, Kitzel, Cold By, kam heute auch nicht so oft auf. Dreimal Imperm, sehr gute Karte und einmal Phalanx, die Trap, auch sehr gut. Ja. Wie oft hast du gebrickt? Zweimal. Zweimal komplett gebrickt, gepasst auf nichts. Aber ja, was passiert? An sich ist das Deck relativ konstant. Zum Extra Deck, zweimal Legazia, mit Abstand die beste Karte. Auxilla. Ich hatte zuvor zwei Auxilla, ein Legazia, jetzt andersrum. Ja, ich habe Angst vor Kashira Unicorn, weil er das Deck einfach komplett zerstört, wenn er entweder Crimson rausnimmt oder Auxilla rausnimmt. Aber da musste man jetzt leben, kam nur einmal vor. Hast du noch zwei vermisst einmal? Nein, gar nicht. Also eins war, das waren die perfekten Ratios. Legazia habe ich oft zweimal gebaut. Manchmal Turn 1, also normalerweise machst du immer den Turn 1. Manchmal habe ich gegreedet und den gemacht, aber es kam immer gut. Dann Crimson Dragon, die Targets, obviously Calamity, hatten wir extrem viele Games gewonnen. Calamity ist einfach insane gut. Gegner kann nicht drauf responden, viele kennen den Damage Step Effekt nicht, dass die geburnt werden. Flammenflügelmann-Effekt. Genau, ja,
Blazer, das zweite Target, auch insane. Wenn es sich verkostet, funktioniert unter Skill Drain. Nie geht eine Summon, ist ein Omni, alles Mögliche. Hausengel, auch insane heute. Wie gesagt, kann man mit Garura bauen, kann man mit Bistet bauen. Und Light Dark, ja, brauchen viele erstmal Zeit, um ihn zu orten. Ein Typhon habe ich ein oder zweimal gebaut. Super Poly-Targets, Garura sehr oft gemacht, Mud Dragon sehr oft gemacht und dann den Head Ignister. Das ist MVP, ne? Also Apo und Mascarena war, ne? Hätte der MVP sein sollen, kam nicht ein einziges Mal auf. Ich habe dreimal gegen Fire gespielt, kam nie auf, immer mit Prosper Banish. Ja, zu den Links ein Dark, eine Selene und auch der absolute MVP, Access Code Talker. Ich wurde so oft gedebarriert. Dann gehst du die Link-Line, banish die Trap, holst deine Synchro wieder, hast Platz mit Access Code Talker dann zu OTK. Also Access Code Talker ist auf jeden Fall ein Muss. Letzte Karte ist SP. SP kam ein oder zweimal auf. Genau. Das war's zum Extra-Deck. Side-Deck. So, zum Side-Deck. Going first. Dreimal Crossout. Jedes Mal going first gesided, außer gegen Branded, wo ich wusste, dass sie keine Handtraps haben. Kann auch Cross, wie gesagt, Crossouten. In der Theorie Bonfire. 3-Deck-Lockdown. Die beste Karte des Side-Decks. Jedes Mal, wenn ich first gegangen bin und Deck-Lockdown gelegt habe, habe ich gewonnen. Dreimal Colossus im Side-Deck-Bild. Genau. Mehr oder weniger, ja. Der ist protected durch Auxilla. Kann nicht zerstört werden. Verhindert alles Mögliche an Searches und an Special Summons aus dem Deck. Wenn der Gegner Cosmic in der Hand hat, muss er entweder den Deck Lockdown Cosmicen oder die Field Spell und dann kriegt man eins von beiden zumindest durch. Protected das Synchro-Monster auch Deck Blockade von ihrer eigenen Downside? Nein, weil schade. Das Game Mechanic ist. Okay, schade. Aber wäre eine witzige Interaktion, ja. Dann Going Second, zwei Lightning Storm, ein Duster. Jedes Mal reingesided, Going Second, alleine gegen die ganzen Floodgates. Das Deck verliert an Floodgates. Kam sehr gut. Dreimal Book of Eclipse. Gedanke dahinter war, dass ich gegen Tempai spiele und die mich First oder Second schicken und Eclipse ist First oder Second, ganz okay. Kam nicht so oft auf. Letzte Karte war dreimal Ibiru. Gegen Fire reingesided, gegen Brandon reingesided. War okay. Ich glaube, habe ich drei oder vier Mal resolved. Genau. Soweit zum Deck. Er lief ja sehr gut. Auf jeden Fall eine mega geile Deckliste. Willst du noch irgendwen grüßen? Ja, Grüße an meinen größten Supporter, Alena natürlich. Und an Team Freewin, Kian, Kuya, Peng, Beba und Nico natürlich. Ja. Dann auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Ne? Danke dann sehr. Viel Spaß beim Display aufreißen und beim Umsleeven. Ja, vielen Dank. Danke fürs Deckbefall und bis dann. Ciao.